Dies ist ein weiteres Video zum Thema Integralrechnung und hier geht es um die partielle Integration. Die partielle Integration bei der Integralrechnung ist das, was die Produktregel beim Ableiten ist. So kann man sich das vorstellen und die lässt sich sogar aus dieser Produktregel herleiten. Deswegen habe ich die Produktregel nochmal aufgeschrieben, setze aber voraus, dass ihr die beherrscht. Ich schreibe diesen Ausdruck hier vielleicht nochmal kürzer hin, denn mit diesem ganzen von x sieht das recht kompliziert aus. Und die Regel lautet hier einfach, ich habe zwei Funktionen, aus denen sich meine Ursprungsfunktion zusammensetzt, nämlich g und h. Und das von x lasse ich hier mal weg. Das will ich ableiten. Das mache ich, indem ich die schrittweise ableite, nämlich einmal das g' und das h so lasse. Plus, jetzt lasse ich das g so und leite das h ab mit h'. Fertig. So, was ich jetzt mache, ich wende jetzt auf beiden Seiten einfach mal das Integral an. Dann erhalte ich auf dieser Seite Integral von g mal h abgeleitet. Das dx lasse ich jetzt mal weg, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Ist gleich Integral von g' mal h plus g mal h'. So. Jetzt kann ich gucken, ob ich das noch irgendwie vereinfachen kann. Hier habe ich das Integral und hier leite ich ab. Nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung im ersten Teil sagt es ja, dass wenn ich die Stammfunktion, die ich zu irgendetwas, zu einer Funktion f gebildet habe, wenn ich die ableite, dann kriege ich wieder meine ursprüngliche Funktion. Das heißt, ableiten und integrieren sind zwei Sachen, die sich gegenseitig aufheben. Deswegen, wenn ich hier das Integral bilde und gleichzeitig dann ableite, kriege ich wieder g mal h raus. So, und auf dieser Seite habe ich hier zwei Summen. Das heißt, ich kann mein Integral aufsplitten. Einmal Integral von g' mal h plus Integral von g mal h'. So, jetzt bringe ich hier dieses g mal h' einfach noch auf die andere Seite. Gebe ich Plus, mache also ein Minus daraus, dann habe ich g mal h minus Integral g mal h' ist gleich Integral g' mal h. Wenn das zu schnell geht, einfach kurz anhalten, das Video, dann seht ihr es schon ganz deutlich. Ich hätte jetzt natürlich auch diesen Teil rüberbringen können, das ist eigentlich egal, denn das hier ist auch schon meine partielle Integrationsregel. Und hier auf der Seite könnte jetzt auch stehen g mal h', dann würde hier stehen g' mal h. Das ist eigentlich egal. Wichtig ist zu erkennen, ich habe jetzt aus meinem Integral auf einer Seite ein Integral auf beiden Seiten gemacht. Das ist natürlich eigentlich unschön, aber unter dem Integral steht nicht jeweils das Gleiche. Ich habe hier ein Produkt aus zwei Funktionen und betrachte den einen Teil als abgeleitete Funktion und den anderen eben nicht. Und auf der anderen Seite der Gleichung habe ich hier h abgeleitet und g aufgeleitet. Und diese Tatsache kann ich, wenn ich das geschickt einsetze und geschickt aufteile auf meine Funktion, einsetzen, um dann zum Beispiel, wenn ich dieses Integral so nicht lösen kann, ich sehr wohl aber dieses Integral lösen kann und damit hier ein Ergebnis habe für dieses Integral. Am besten mache ich das mal deutlich an einem Beispiel. So, ich habe hier die Regeln nochmal aufgeschrieben und das Beispiel, was ich betrachten möchte, ist jetzt Integral von x mal e hoch x dx natürlich. So, das möchte ich berechnen. Das kann ich so nicht einfach, denn ich habe hier ein Produkt, wo auf beiden Seiten ein x vorkommt. Beim Ableiten müsste ich jetzt die Produktregel anwenden, aber ich möchte jetzt hier das Integral bilden. Und das kann ich so nicht einfach auflösen, deswegen nehme ich mir die Hilfe der Integration, die partielle Integration zur Hilfe. Jetzt muss ich zunächst entscheiden, was nehme ich hier als g' und was ist mein h. Ich könnte die beiden ja auch umtauschen, das wäre egal. Und jetzt muss ich geschickt wählen. Und zwar muss ich das so wählen, ich habe hier schon mal, schiel mal auf diese Seite hier, denn das Integral muss sich durch die Wahl von g und h so vereinfachen, dass ich es möglichst direkt auflösen kann. Dass also dieses Produkt aus
wo auf beiden Seiten ein x vorkommt, verschwindet, sodass ich das Integral auch ausrechnen kann. Da sehe ich hier das h, was hier als normale Funktion auftaucht, taucht hier als abgeleitete Funktion auf. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier x als h wähle, würde es ja nachher hier bei diesem Integral als 1 auftauchen. Das heißt, dieses Produkt, dieser Faktor, der wird neutralisiert auf 1. Hoffe ich jetzt noch, dass g nicht irgendwie unnötig kompliziert wird, wenn ich es ablade, dann könnte ich dieses Integral auflösen. Also mache ich das einmal. Ich setze einfach mal. Zur Not kann man auch einfach ausprobieren, wenn man das nicht gleich sieht. Ich kann ja das einmal als h nehmen und einmal als g'. So, ich setze also h sei mein x. Das bedeutet dann h' natürlich gleich 1. Und entsprechend wähle ich g' soll mein e hoch x sein. Dieser Teil hier. Und wenn ich das aufleite, dann habe ich g wieder als e hoch x. So, das Ganze setze ich jetzt in diese Formel einmal ein. Dann habe ich hier g mal h, also x mal e hoch x, minus Integral von g mal h'. G ist e hoch x und h' wäre hier 1. Die 1 kann ich weglassen, bin also fertig. Wunderbar, mein Integral hat sich vereinfacht. Das kann ich jetzt tatsächlich direkt ausrechnen. Das bleibt hier so nochmal stehen, dieser Teil hier. Minus und Integral von e hoch x dx gibt wieder e hoch x. Und das Ganze dann noch plus c. Integrationskonstante nicht vergessen. So, hier kann ich schön nochmal ausklammern, das e hoch x. Dann bleibt hier x über und an dieser Stelle habe ich ja die 1 mal, also minus 1 und das Ganze plus c. Und schon bin ich fertig. Gut, ich hoffe, man konnte sehen, dass hier die Wahl des g und h, beziehungsweise g' und h, sehr wichtig ist, um dann hier hinten das Integral auch wirklich zu vereinfachen, sodass ich es dann ausrechnen kann. Am besten vielleicht noch ein zweites Beispiel, damit das ein bisschen deutlicher wird. So, hier ein zweites Beispiel. Ich habe hier wieder ein Produkt mit beiden Seiten, auf beiden Seiten ein x und muss jetzt entscheiden, was ich g setze und was h. So, weiterführen tut mich hier hinten nur, wenn das x verschwindet, denn das Sinus x abgeleitet gibt wieder oder aufgeleitet Cosinus x. Das heißt, ich muss das x wegbekommen, das heißt, mein h hier muss mein x sein, damit ich hier h' dann nur noch 1 habe und das hier entsprechend mein g'. Also, wenn ich g' habe, gleich Sinus x, dann bedeutet das aufgeleitet, dass g entsprechend der Minus Cosinus ist. Könnt ihr gerne nachschauen und das Video kurz anhalten. Entsprechend h ist gleich x, das bedeutet die Ableitung h' ist gleich 1. Das ist ja genau das, was ich hier hinten nachher brauche. Jetzt wende ich diese Regel an, dann habe ich hier g mal h ist Minus Cosinus mal x. Das x ziehe ich einfach nach vorne. Sieht schöner aus. Minus Integral g mal h'. G ist minus Cosinus. Und h' ist eben einfach 1. Das lasse ich ja weg, weil es ran multipliziert wird. So, das kann ich jetzt auflösen. Das hier bleibt natürlich einfach erstmal stehen. Minus mal Minus kann ich rausziehen vor das Integral, macht Plus. Und das Integral von Cosinus x ist einfach der Sinus x, also die Aufleitung. Und fehlt hier hinten natürlich noch die Integrationskonstante plus c. Und schon bin ich fertig. Und wenn ihr das soweit verstanden habt, dann könnt ihr jetzt das Video vorspulen bis zum Ende, um die Fragen noch einmal durchzugehen und sicher zu sein, dass ihr die wichtigsten Informationen aus diesem Video auch verstanden habt. Oder ihr schaut euch noch ein drittes Beispiel an, da wird die partielle Integration nochmal auf eine bisschen andere Art und Weise verwendet.
Ich habe jetzt hier einen Ausdruck Sinus x mal Cosinus x und muss jetzt natürlich wieder entscheiden, was ist f und was ist g. Ich schreibe mal hier an den Rand nochmal die partielle Integration. Moment. So, dann kann man da immer besser nochmal drauf gucken. Das Problem ist, dass egal welchen Faktor ich jetzt als h wähle, um ihn dann hinten abzuleiten, keiner der beiden fällt irgendwie weg. Es kommt ja immer wieder Sinus oder Cosinus heraus. Deswegen entscheide ich jetzt einfach mal, einen Faktor zu wählen und gucke, was passiert. Ich setze das hier einfach mal als G-Strich und das hier als mein H. Jetzt kann ich sagen, wenn G-Strich gleich Sinus x ist, dann muss ich einmal aufleiten und erhalte als G minus Cosinus x. Entsprechend ist mein H mein Cosinus x. Wenn ich das ableite, kriege ich den Minus Sinus raus. So, jetzt führe ich diese Regel einfach einmal aus, ist gleich g mal h, g wäre minus Cosinus x, mal h ist Cosinus x, minus Integral von g, also minus Cosinus x, mal h' mal minus Sinus x. So, das Ganze fasse ich jetzt noch ein bisschen zusammen. Hier kommt minus Cosinus Quadrat x raus. Und hier habe ich drei Minusse. Das Ganze wird also zu einem Minus vor das Integral gezogen. Und jetzt tausche ich die beiden hier noch. Dann steht da wieder Sinus x mal Cosinus x dx. So, und das Ganze bleibt hier eine Gleichung. Und wenn ich mir diesen Teil angucke und diesen Teil hier, na, dann steht da das Gleiche. Also bringe ich das hier auf die andere Seite. Aus dem Minus wird ein Plus. Dann habe ich also zweimal das Integral von Sinus x mal Cosinus x ist gleich minus Cosinus Quadrat x. So, und jetzt brauche ich hier einfach nur noch durch 2 zu teilen. Und dann habe ich hier meine Lösung stehen. Das heißt, über diesen kleinen Trick, dass ich durch das Teilintegral auf beiden Seiten das gleiche stehen habe, kann ich es dann doch noch geschickt zusammenfassen. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man die partielle Integration geschickt einsetzen kann. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.